Hallo und willkommen zurück zu der 500er-Karte mit Kalabrien. Wir haben Tag 7 und wir stehen auf dem 5. Rang mit 24 Siegpunkten. Provinzen haben wir 53 und im internationalen Vergleich ist das ziemlich gut. Hinter uns ist nicht wirklich viel. Nur über uns sind halt die Goldmarktnationen. Dazu werde ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Es gab eine kleine Planänderung, oder was heißt Planänderung? Alles, was wir jetzt gemacht haben, ist ja aufgegangen. Wir konnten alle Pläne verwirklichen, auch mit den Zielen, mit den Fabriken, 5 Fabriken an Tag 8. Wir können jetzt sogar 6 bauen. Das zeige ich euch jetzt alles in dieser Folge. Aber erstmal, was ist die Planänderung? Die Planänderung ist eine Offensive gegen Veneto. Wir haben einen Deal gemacht, dass wir hier die Grenzen ziehen, aber diesen Deal werde ich dann auch schon nach knapp 2 Tagen kündigen müssen, denn wir haben sonst keine Ausbreitungsmöglichkeit. Wir werden angreifen, nur das mit einem Panzerwagen in der Nacht, das ist ein bisschen hinterhältig, aber so funktioniert Strategie in diesem Spiel und das muss man dann manchmal ausnutzen, die Nacht. Vor allem mit dem Panzerwagen werden wir da sehr, sehr überraschend sein und vielleicht sogar ohne Gegenwehr die Hauptstadt einnehmen. Das ist so das Ziel. Und dann werden wir auch mit Infanterieeinheiten so ein paar Provinzen nehmen, um sie halt schon mal wirtschaftlich ein bisschen zu schwächen. Aber sie haben ja auch noch eine ordentliche Armee. Deswegen werden wir bis zum Tageswechsel hier ordentlich was sammeln. Und mit diesen Einheiten werden wir dann im Verbund locker sie schlagen können. Und ich denke mal, dass wir dann bis hier vorpushen werden, dann erstmal sammeln, moralisieren. Und dann geht es vereinzelt weiter. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann Holstein-Mecklenburg sich einmischt und sagt, so, jetzt nehmen wir auch mal unseren Teil. Oder dass sich hier Galizien was nimmt. Das ist alles möglich. Und deswegen ist es halt jetzt wirklich wichtig, dass wir hier eine Festung bauen und dann diesen ganzen Bereich sichern können. Weil das alles allein sind ja knapp 15 Provinzen. Und 15 Provinzen nochmal plus. Das ist schon eine echt enorme Anzahl. Danach werden wir dann mit den Artis, die wir produzieren, von Tag 10 dann diese KIs angreifen. Und dann haben wir auch nochmal ordentlich was an Provinzen. Wir werden auch parallel Albanien einnehmen. Da werden wir jetzt mit diesem Stack, der auch schon eine gute Moral hat, das haben wir gut hinbekommen, und 4K-Kavallerie erstmal hier angreifen. Und hoffentlich wird dann Albanien sehr viel aus der Hauptstadt abziehen, damit wir dann einen Gegenangriff morgen machen können und mit dem Gegenangriff dann diese beiden Provinzen einnehmen, plus halt die Hauptstadt. Und wenn es jetzt wirklich perfekt nach Plan läuft, müsste diese Hauptstadt auch die neuen Gebiete, ja, moralisieren und das wird uns dann wirtschaftlich wirklich nochmal einen Mega-Push geben. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir uns vielleicht sogar leisten können, eine 7. Fabrik zu starten. Und ich meine, 7 Fabriken an Tag 8, es geht fast gar nicht besser. Ich frage auch später nochmal Baden-Württemberg an, weil bei denen sieht es ja leider sehr schlecht aus. Die sind am Abgrund und sind kurz davor, jetzt eingenommen zu werden von Bayern. Die haben halt leider auch ein bisschen Goldmark benutzt, muss man fairerweise sagen. Ich werde die vielleicht später nochmal fragen, ob sie eine kleine Lieferung geben können an Rohstoffen. Natürlich werde ich da jetzt nicht irgendwie was einfordern, das wäre ziemlich assi, aber wenn sie es haben und wenn sie es geben wollen, dann werde ich es natürlich annehmen, weil sie sind ja jetzt meine Allies und ich denke mal, dass man solche Lieferungen dann auch annehmen kann. Außerdem läuft die Landung bei meinem Ally jetzt endlich. Es geht endlich los in Afrika. Es werden jetzt noch die letzten Truppen moralisiert und dann denke ich mal, dass er sich hier in Libyen ausbreitet. Aber dann muss er halt schon schauen, wo geht es jetzt weiter? Und das ist halt so eine Frage bei ihm. Er ist so ein bisschen im Sandwich. Er hat hier eine große Macht. Ich denke mal, dass die drei zusammenarbeiten. Das heißt, für ihn wird es hier gefühlt unmöglich. Er muss irgendwo anders hin. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er Ostlibyen nimmt, entweder sich mit einem von denen zusammenschließt und dann hier irgendwas macht, oder dass er vielleicht sogar Richtung Türkei geht. Das Problem ist dann halt, dass sein Land wirklich sehr weit verstreut sein wird, aber irgendwo muss er ja hin. Vielleicht wird er dann auch Nordlibyen angreifen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die beiden zusammenarbeiten. Er hätte also dann Krieg mit Tunesien und das wäre ja ein bisschen ungünstig, weil die ja gefühlt größer sind als er. Also ist er da so ein bisschen in der Zwickmühle und ich kann ihm auch schlecht helfen. Ich kann ihm vielleicht Rohstoffe schicken, dass er weiter gute Anzahl von Fabriken bauen kann. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Das ist so ein bisschen das Problem und ich weiß nicht ganz, wie ich das lösen kann. Denn ich kann jetzt auch schlecht in Afrika helfen. Ich brauche ja die Einheiten vor allem in Europa und hier sehr wahrscheinlich auch im Balkanraum gegen Podolien bzw. Banat.
Und deswegen, ja, wird das hier eine sehr schwierige Sache für uns. Gerade kam auch nochmal eine Nachricht rein von der Bretagne. Die habe ich nämlich gefragt, wie das jetzt aussieht. Werde ich Zweiter, werde ich Erster? Was ist da geplant? Er hat gesagt, ich kann dir keinen Sieg garantieren. Es sieht aber gut aus. Wir werden an Tag 20 gucken, wie groß alle sind. Und dann werden wir eine Koalition bilden. Und ich denke mal, wenn ich dann in den Top 7 bin, oder Top 5, und ich denke auch, dass das machbar ist für mich, denn ich habe ja jetzt schon eine Größe, wo ich in der Top 5 bin, und ich denke auch, dass ich das halten kann. Denn ich werde ja weiterhin immer kontinuierlich wachsen, ich werde ja immer irgendwo Provinzen bekommen können, das ist ja das Gute an Europa. Ich kann hier in den Norden gehen, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Westsizilien blocke. Vielleicht war das Land ein bisschen ungünstig ausgewählt, aber sie sind jetzt auch nicht schwach. Sie werden eine Macht im Mittelmeerraum. Sie werden aber keine Siegesmacht. Da muss man ein bisschen realistisch sein. Vielleicht kann ich Ihnen ja vorschlagen, dass Sie Malta noch nehmen. Dann haben Sie doch mal eine Hauptstadt für die Moral. Aber es wird hier kein Sieg für Westsizilien. So ehrlich muss man dann auch zu sich selber sein. Sie sind dann einfach zu klein jetzt und das geht jetzt nicht mehr. Aber ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass sie zumindest Zweiter werden, weil sie haben ja wirklich im Early Game den Rücken gestärkt und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Und ich fände es auch gut, wenn sie jetzt Zweiter werden, das wäre einfach nur fair. Vielleicht habt ihr jetzt auch gerade schon gesehen, wir haben geteilte Karte mit Bosnien-Herzegowina. Da haben wir eine Provinz eingenommen und dann wurden wir abgetrennt von Banat, haben uns hier den Weg versperrt und jetzt geht's nicht mehr. Und dann haben sie ein Angebot geschickt und ich habe das jetzt einfach mal angenommen. Aber es sieht aus, als wären sie inaktiv und irgendwie will ja Banat auch nicht angreifen. Deswegen hatte ich jetzt auch schon diese Armee eigentlich losgeschickt nach Bosnien. Hab die dann aber zurückgerufen, weil ich dann halt gesagt habe, ja, was soll ich denn mit diesen Provinzen? Es lohnt sich jetzt nicht, hier diese 50 Truppen abzuspalten für vielleicht drei, vier Provinzen. Die kann man anders einsetzen. Zum Beispiel im Krieg gegen Veneto und da werden wir mehr Provinzen bekommen. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden und weil dann halt Banat wahrscheinlich abstauben wird und darauf habe ich wenig Lust. Wir müssen auch so ein bisschen hoffen mit Podolien, dass sie uns nicht angreifen. Das ist einfach nur eine Sache der Hoffnung und auch, dass Banat uns nicht angreift. Gefühlt müssen wir eigentlich der Koalition hier joinen, damit wir so ein bisschen Schutz haben. Aber dann habe ich Angst, dass die hier irgendwie was sagen mit, du warst hier in der Koalition und dann kann ich nicht mehr beitreten. Ich bin so auch so ein bisschen in der Zwickmühle, aber zumindest nicht so schlimm wie Westsizilien. Jetzt zum Ende des Videos werde ich also mal auf die zukünftigen Koalitionsleute eingehen, die ja in dieser Runde mit dabei sind. Und das sind auf jeden Fall Bretagne, Holstein und Mecklenburg, Florida und Panama. Dazu wird dann auch noch dieses Land kommen, also sind das schon 5 Länder. Mit mir wären es dann 6 und das heißt, es gäbe nur einen Platz für eine weitere Nation. Und da muss ich irgendwie realistisch sein, die haben ja mehr mitgebracht, wenn sie schon irgendwie so viele Leute haben. Und er hat mir auch gesagt, dass die einige sind. Da kann man mir wahrscheinlich nicht den ersten Platz versprechen. Das kann ich auch verstehen, das ist auch völlig okay. Ich möchte aber den ersten Platz haben. Deswegen heißt die Serie ja auch, wir wollen erster Platz werden um jeden Preis. Aber das Problem ist halt, man muss realistisch sein. Ich kann hier in Europa nicht alleine kämpfen. Da müsste ich mir halt hier Allies suchen in Afrika bzw. Hier im Balkan. Und da denke ich, dass man dann eine gute Chance hätte. Denn wenn man sich hier so zusammenschließen würde mit vielleicht einem Land in Skandinavien, in Großbritannien ein Land, in Afrika ein paar Länder, dann könnte man hier schon eine große Gefahr werden. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen abhängig von mir. Denn wenn ich nicht in ihrem Team bin, dann könnte ich theoretisch eine Koalition bilden aus diesen ganzen Ländern, die so halb groß sind, und dann 7 halbgroße Länder gegen 3 große Länder. Das wird dann schon echt hart für sie und das wird sie sehr aufhalten. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie auf mich aufbauen und deswegen mir dann vielleicht auch den ersten Platz geben in der Koalition. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie können mir es nicht garantieren. Das kann ich auch verstehen. Ich werde mich aber dafür einsetzen, dass ich erster Platz werde und damit ist das Gespräch dann auch schon beendet. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann unsere Offensive gegen Veneto, beziehungsweise ob sie denn sofort reagieren. Denn diese Offensive, die wird ja in der Nacht stattfinden und da kann ich ja obviously nicht aufnehmen.
Aber wahrscheinlich dann so am Tageswechsel vielleicht oder noch später. Ich habe ja auch Schule, also kann ich nicht einfach da was aufnehmen. Das ist ja verständlich, aber ich denke mal, morgen auf jeden Fall eine neue Aufnahme und da zeige ich euch dann, wie sich hier die Fronten entwickeln in Veneto und ob wir von Podolien in Frieden gelassen werden, denn das ist ja auch ein sehr entscheidender Faktor. Also in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.